Hallo! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über die Bibel, das meistverkaufte Buch der Welt. Die Bibel hat zwei Teile. Alte Testament und Neue Testament. Wie viele Bücher gibt es im Alten Testament? 39. Und wie viele im Neuen Testament? 27. Genau, also insgesamt gibt es 66 Bücher. Die Bibel wird auch Wort Gottes genannt. Durch die Bibel spricht Gott zu uns. In der Bibel können wir auch lesen, wie sehr Gott uns Menschen liebt. In der Bibel gibt es Richtlinien und Gebote. Wir haben hier ein paar Straßenschilder, Verkehrsschilder. Und es haben sich Menschen etwas dabei gedacht. Wollten sie lästig sein mit uns? Nein. Nein. Das Ziel war und ist, dass so wenig Unfälle wie möglich passieren. Sie bieten uns Schutz. Und genau so ist es mit allen Geboten, die in der Bibel sind. Hier haben wir zum Beispiel die 10 Gebote. Wir werden ein anderes Mal mehr über die 10 Gebote sprechen. Aber Gott hat sich etwas dabei gedacht. Gott meint es gut mit uns. Er will das Beste für uns. Die Bibel gibt uns auch Orientierung. Was ist Orientierung? Also ich zum Beispiel bin ich sehr schlecht. Ich muss oft überlegen, wo ist rechts, wo ist links. Und wenn ich alleine unterwegs bin, ich bin nicht entspannt. Und oft läuft es nicht gut. Mein Mann dagegen, Martin, der ist sehr gut, was Orientierung betrifft. Er kennt sich wirklich gut aus. Und wenn wir gemeinsam wohin fahren, ich bin entspannt und ich bin glücklich, weil ich weiß, wir werden ankommen. Und mit der Bibel ist das Gleiche. Im Psalm 119, 105 steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, wenn ich manchmal im Dunkel bin und ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, was für eine Entscheidung soll ich treffen? In der Bibel gibt es Richtungen, es gibt Antworten. Und wie ich schon erwähnt habe, Martin geht sich mit der Orientierung sehr gut. Wenn er sagt, wir fahren nach links, ich diskutiere nicht. Ich weiß, er hat recht. Ich vertraue Martin. Und genauso weiß ich, dass ich das Wort Gottes vertrauen kann. Ich kann Gott vertrauen. Gott liebt uns, er kennt uns und er weiß am besten, was gut für uns ist. Die Bibel ermutigt uns. Die Bibel kann uns auch Heilung bringen. In der Bibel gibt es auch viele spannende Geschichten. Habt ihr eine Lieblingsgeschichte? Ja, die Geschichte von Zachäus. Und du, Alessia? Die Weihnachtsgeschichte, die, wo Jesus geboren wurde. Vielleicht habt ihr auch eine Lieblingsgeschichte? Jedes Mal, wenn man entscheidet, alleine oder als Familie die Bibel aufzumachen und darin zu lesen, ist eine gute Entscheidung. Habt ihr euch bemerkt, wie viele Bücher es in der Bibel gibt? 66. Genau, 66. Und hier haben wir einen Holzturm und es sind genau 66 Teile. Auf jedem Teil steht ein Buch der Bibel geschrieben. Es kann losgehen, würde ich sagen. Alessia, du beginnst. 1. Timotheus. 1. Timotheus. Und du, Lorena? Erste Chronik. Also man kann Spaß miteinander haben und dabei auch alle Bücher der Bibel auswendig lernen. Wir wünschen euch viel Spaß, aber auch Freude und Segen beim Bibellesen. Tschüss! Tschüss! Okay, wer ist jetzt dran? Ich!